Hey, what up, buddy? Hey, what up, Leute? Vom neuen Gym ins alte Gym. Und dreimal dürft ihr raten, welcher Spaß gerade auch Alter, da ist. Alter, wir hatten so einen billigen Panamera Turbo am Start. Was Alter. Ich mich eigentlich frage, wieso Alter. Muss man jetzt immer diesen Heckspoiler ausgefahren haben? Ja. So, ich habe hier den Ralf zufällig im Gym getroffen. Erzähl mal, was ich hier mache, anstatt hier irgendwie cool rumzutun. Was mache ich hier? Der Ralf dehnt seinen Arsch. Die sind alles eine stumpfe Community und verstehen nichts über Lifting. Nee, der Ralf dehnt sich hier gerade. Genau, ich fange mich jetzt nachher mit Kniebeugen an. Es gibt zwei Dehnungen, die ich mache. Das war die erste und das ist die zweite. Ich hocke jetzt hier einfach hier 2 Minuten und dehne hier quasi dadurch meine Waden durch. Und wie viel beugst du heute? 145, 5x5. Dann komme ich später nochmal und filme deinen Satz ab. Ich will nämlich richtig Power sehen, ja? Sehr gut, also Leute. Ich mache jetzt hier gerade meine Rotatoren warm. Ich würde eigentlich lieber ein Terraband nehmen, aber dann mache ich es mit der Kurzhantel, mit der Scheibe. Also, eins ist halt zu beachten, Leute. Wenn ihr so hebt, dann merkt ihr meistens mehr den Nacken, mehr den Trapez. So heben ist gut, ja. Ich mache oft so eine Übung und das Allergeilste ist meistens für Leute, die Schwierigkeiten haben, die hintere Schulter zu probieren, geht mal von der Handpositionierung so her. Und entweder, ja, macht es wie im fortgeschrittenen Programm, gibt es auch mehrere Varianten. Entweder man hängt jetzt vor Schultertraining hin, ja, oder man hängt einfach ans Rückentraining hin. Ja. Warum ans Rückentraining? Natürlich beim Rücken schon die hintere Schulter gut bearbeitet wird. Life is in Ralph Mode, Leute. Hatte die nächste Übung. Jetzt gibt es ein bisschen Seitheben. Der Karl macht sie davor. Gibt der Tier auch wieder beim Seitheben sau viele Varianten, Leute. Haben schon viele vorgezeigt. Ich sage immer, Leute, die Schwierigkeiten haben, die Schulter zu spüren, sollten entweder Kabel machen oder sitzend machen. Denn bei Kabel hat man eine konstante Spannung und bei Sitzen kann man wenig schummeln. Okay? Ja. Und der zweite wichtige Punkt ist wirklich, wie man die Hände positioniert und wie man den Bewegungsablauf macht. Weil die meisten Leute machen irgendwie so. Spürt man fast nichts, wenn dann die vordere Schulter. Wir wollen jetzt wirklich reindrehen, ja? 45 Grad Winkel hier rein, Daumen nach unten und dann wirklich versuchen, mit dem Ellenbogen nach oben zu führen. Noch eine wichtige Sache, dass ihr den Trapez rausbekommt. Geht her und spannt ihn schon mal an, ja? Also fangt nicht hier an und zieht dann immer so quasi, und es ist viel zu viel Trapez mit dabei, zieht den schon zusammen und macht dann, seht ihr, schaut, leicht nach vorne, hat er perfekt hier, bam, auf der mittleren Schulter, hat komplett die Spannung drauf, bam. Hey, servus Leute, beziehungsweise ciao Leute, danke fürs Zuschauen, lasst ein Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt vor allem unten jetzt mal wieder in die Kommentare rein, was ich so abdrehen kann, auch ein bisschen freizeitmäßig. Ihr wisst ja, am Sonntag geht's ab nach Köln, also da wird einiges gehen. Schreibt, was ihr sehen wollt, dann werde ich das natürlich machen. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, Leute. Schaut beim letzten Video vorbei. Ciao, ciao.